Herzlich willkommen zu einem neuen Projektchen. Naja, Let's Play, gut, Let's Play, der Begriff, den finde ich inzwischen ziemlich ausgelutscht und... Naja, ich mag den Begriff inzwischen auch irgendwie gar nicht mehr so. Also, wenn ich Let's Play lese, dann... Naja, Gameplay könnte man vielleicht auch noch sagen oder Commentary, das ist auch so ein Begriff, den jeder dann irgendwann mal gebraucht hat, weil es im Englischen sich ganz toll an... Naja, egal, lass mir die ganze Geschichte. Wir spielen Portal. Ich spiele Portal. Mit einem Unterschied, denn... Einfach so Portal durchspielen, das wäre ja langweilig. Nee, wir wollen Erfolge sammeln, beziehungsweise ich will Erfolge sammeln, und zwar Kamerascheu und Übermittlung empfangen. Das sind die beiden Singleplayer-Erfolge, glaube ich, die einzigen Singleplayer-Erfolge, die es... Nein, hier gibt es nochmal welche. Zwei Stück gibt es noch. Vielleicht schaffen wir die auch. Also 9000 Meter tief fallen. Ich weiß nicht, ob das generell über alle Spiele, also über alle Save-Games, über alle Anfänge durchgehend gezählt wird. Ich weiß es nicht. Also ich spiele das jetzt bestimmt schon zum x-ten Mal durch. Aber es ist immer wieder interessant. Und von dem her schauen wir einfach mal. Mein Hauptziel ist eben, dass wir eben die Erfolge hier schaffen. Und was würde sich da besser eignen als... das Ganze einfach mal zu protokollieren in Videoform. Okay. Ich habe mich immer ein bisschen reingelesen, weil ich habe absolut keine Ahnung gehabt, außer mit dem Radio hier, was man da machen könnte. Und habe dann auch gelesen, was man da machen muss, damit man den Erfolg bekommt. Allerdings nicht, wie man es machen muss. Ja, also ich weiß nur, dass hier eben das hier tendenziell wichtig ist, aber ich habe dann auch noch am Ende gelesen, dass das die ersten kann man über recht einfach geht und danach wird es schweineschwer. Ja, richtig brutal schwer. Und das wird dann hier alles nochmal umso interessanter machen. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und da die Lady am Anfang recht viel quasselt, werde ich jetzt dann meinen Mund halten. Sonst rede ich ihr nur rein, der guten GLaDOS. Und wünsche mir viel Glück. Wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und wenn es was gibt, ihr wisst ja, die Kommentare stehen euch immer offen. Testkammer 0. Dann schauen wir mal. Danke für das Interesse. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Abbott Design. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, cordón de fallar, muchas gracias. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Tja, und... da wären wir einmal. Also es gibt ja diverse Videos, in denen man zum Beispiel das hier durch die Wand glitschen kann. Also irgendwie geht das, oder sogar ins Bett. Also irgendein Glitch gibt es hier auf jeden Fall. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht gewusst, dass das hier, wenn ich eine Klospülung betätige. Danke für das Interesse. Das ist ja im Prinzip, das ist ja die Stimme von den Turrets. Dass der oder dass die dann hier ihr. Naja, dass sie sich da. Gut. Das Geschäft sollte man natürlich auch immer verrichten und dann entsprechend aufräumen, aber. Naja. Gut. Das Radio hier, das ist, wie gesagt, tendenziell wichtig, deswegen nehmen wir das auch einfach mal. Denn, neben oder unter anderem brauchen wir das, damit es eben auch weitergeführt wird. Oh, was ist denn das? Das ist ja interessant. Also die haben ja, für das ist es, wie lange ist es jetzt schon her, dass Portal 1 rausgekommen ist? Das ist ja schon ewig hier, aber der Sound, der wird auch leiser, wenn ich das Ding hier einfach mal durch das Portal halte. Sehr interessant. Gut, das Radio sieht recht unscheinbar aus, ist es allerdings nicht. Denn das brauchen wir. Vor allem dieses rote Licht da unten. Sehr komisch. Oh, wir haben keinen Empfang mehr. Wir haben keinen Empfang mehr. Wir haben wieder Empfang. Dab, 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 da. Wem fällt denn was auf?
Mir fällt es da gerade sofort, also ich habe ehrlich gesagt nichts, ich weiß nicht, was da noch alles kommen wird und ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat, aber ich meine, das ist ein Mausecode, oder? Und SOS kann es auch nicht sein. Dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Nee, es ist kein Mausecode. Also ich glaube nicht, dass es ein Mausecode ist. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal das erste Radio, die erste Übermittlung empfangen. Freut mich. Und dann werden wir einfach mal das Ganze so machen. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Tja, weiter geht's. Na? Sagt sie was? Da ist ein Radio. Also das Radio ist praktisch überall versteckt auf den Karten. Und das müssen wir auch dementsprechend immer finden. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Da ist das Aperture-Etikett drauf. Wir müssen jetzt einmal da durch. Oh nein, ich muss das Radio mitnehmen. Naja, können wir auch später machen. Na, komm, lass mich hier wieder durch. Also wie gesagt, ich habe mir eben zum Ziel genommen, das Ganze jetzt mal ein bisschen zu erreichen, diese Erfolge, die es da so gibt. Und von dem her... probieren wir das einfach mal. Hier drin gibt es keine Frequenzwelle. Ah, da drüben wahrscheinlich. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse. Da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Na, komm! Lass mich durch! 85,2 FM. Und da hätten wir es mal wieder. Aber das ist kein Morsecode, oder? Nee. Das ist kein Morsecode. Absolut nichts. Ist eher ein komisches Geklingele. Okay. Weiter geht's in die nächste Kammer. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Solange es nur Zähne sind oder Kronen sind, ist es nicht so wichtig. Ah, gehen wir gleich mal durch. Da ist die Portal Gun und die schnappen uns gleich mal. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Tja, so kann man auch abgewürgt werden. Und um unseren Kameraerfolg mal ein bisschen anzutreiben... Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ach nö, ich doch nicht. Ich doch nicht. Aber ich habe eine Vermutung, und zwar, dass die anderen Kameras, zum Beispiel in den vorherigen Kammern, in denen wir waren, nicht gelten. Also... damit wir den Erfolg hier bekommen, aber wir kommen nicht mehr zurück.
Deswegen... Ah, da ist das Radio. Und ich denke mir schon, wo ist es denn? Weil ich die Musik die ganze Zeit gehört habe und ich habe nicht gesehen, wo das Radio liegen soll. Aber das ist da oben. Wie kommen denn da am besten hin? Aber ich glaube, da drüben ist auch noch eine Kamera. Deswegen gehe ich da jetzt einfach nochmal auf die andere Seite. Ja, da ist sie. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Nein, GLaDOS will uns doch nur ansehen. Oder... beobachten. Komme ich da hin? Ah, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wo ist hier der Bereich? Gehen wir mal darüber. Ich glaube, da ist es nicht. Nein, da ist nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Ist auch nichts. Wo ist es denn? Oh Mann. Könnte es vielleicht unten drin irgendwo sein? Ah ja. Das ist auch wieder so ein komisches Geklirre. Naja. Gut, gehen wir wieder zurück. Auf in die nächste Kammer. Sieht an, also anpasst so an wie so ein Autoalarm. Weiter geht's. Next Chamber. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Das ist Kammer Nummer 3 und... Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Nein. Wichtiger Testapparat zerstört. Den haben wir noch genug. Genug weitere Testapparate. Sind die sogar festgemacht? Okay. Oh, ich höre Radio. Ich höre ein Radio. Da ist es. Da ist das Radio. Jetzt brauchen wir einfach mal. Kann ich da. Ja! Testapparat zerstört. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Nee, machen wir glaube ich nicht. so die Frage, wo ist denn. Ah! Irgendwo da drüben. Da ist es nicht. Es muss irgendwo da oben sein. Aber da ist es nicht. Da ist es nicht. Muss ich das vielleicht da hoch tun? Ah, okay. Sehr gut. Na, da sieht man schon, dass das anscheinend später doch sehr knifflig wird. Denn wenn wir da oben nur die entsprechende, den entsprechenden Empfang hatten, dann will ich mir nicht ausmalen, ob wir dann später überall hinklettern müssen, damit wir den richtigen Empfang bekommen. Huh, oh, das wird was. Da habe ich mich auf was eingelassen. Aber naja, ich will's ja. Mir macht's ja Spaß. Und solange es mir Spaß macht, spiele ich's auch. Und Portal ist einfach so ein Klassiker, den kann man nicht spielen. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Echt? Wichtiger Testapparat zerstört. Hey, der Testapparat, der ist genauso wie er an der Wand hang, auch auf den Button draufgefallen. Das ist eine... Da! Radio, 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 Radio. Wo ist er denn? Da ist der Speicherkubus. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Danke, danke. Wo ist er? Also hier unten ist schon mal nix. Werden wir mal hier oben schauen, ob es da vielleicht irgendwo einen Frequenzbereich gibt.
Oh, Kamera. Wichtiger Testapparat zerstört. Was ist denn das? Ah. Haben wir wieder unseren Morsecode. Also wenn jemand Morsecode kann, dann, oder klar, da gibt es solche Anleitungen im Netz zu Genüge. Aber mich würde es mal interessieren, was dieser Morsecode da von sich gibt, weil der muss ja auch irgendeine Bedeutung haben. Ich meine, das ist immer in Valve, die das gemacht haben, und Valve hat überall solche Gimmicks eingebaut. Also, da bin ich fast davon überzeugt. Von dem her glaube ich auch, dass der Morsecode irgendwas von sich gibt. Also wenn das jemand weiß, ich mache mir die Mühe und schaue das selber mal nach, wenn ich dran denke. Ist ja auch immer so eine Sache.